Eine kühle Brise strich von der See über das Land. Oggetty zog eine Thermoskanne aus einem Leinenbeutel. Miss Sophie warf ihm einen missbilligenden Blick zu, während James auf der Stelle tänzelte. Er hatte sich ein Handtuch um den Hals geschlungen. »Ein Schluck Tee, Miss Sophie. Der Chief Inspector wird sicherlich gleich kommen. Steht uns wieder eines seiner berühmten Verhöre bevor? Es gibt nicht zu übersehende Anzeichen für einen pathologischen Verfolgungswahn bei Ihrem Inspektor.« »Chief Inspector, Miss Sophie, er hat mich nur gebeten, Sie abzuholen und mit Ihnen hier am North Pier zu warten. Wenn Sie möchten, können wir uns auch ins Auto setzen.« »Das wird nicht nötig sein. Sieh da, der Held betritt die Bühne.« Miss Sophie deutete hinüber zu dem kleinen Andenkenstand am North Pier. De Craven eilte mit großen Schritten auf sie zu. De Craven machte auf Oggetty einen geradezu fröhlichen Eindruck. Das kannte er bisher nur, wenn sein Chef wirklich allen Grund zum Optimismus hatte oder aber diesen Optimismus vorspielte. Ermittlungstaktik hatte das sein Chef einmal genannt. »Kommen wir gleich zur Sache«, sagte er. »Bei diesen Temperaturen nichts lieber als das. Miss Sophie, Sie hatten sich einen lukrativen Feldzug ausgedacht, eine Art Heiratsoffensive, bei der jeder etwas zu gewinnen hatte.« »Lächerlich«, erwiderte Miss Sophie, »muss ich mir das anhören?« »Es wäre überaus freundlich. Also, Sie schlagen vor, unseren guten Archibald Pomeroy zu ehelichen. Er würde durch diese Verbindung zweifach geadelt. Er ist befreit vom Makel der Homosexualität und er darf sich nun ein paar blaublütige Urahnen an die Wand hängen.« »Mein lieber Inspektor.« »Chief Inspector.« »Auch das.« »Was ist daran auszusetzen? Warum ruft das die Polizei auf den Plan?« »Der Tote, Miss Sophie, der Tote. Irgendetwas ist schiefgelaufen. Wahrscheinlich war Mr. Pomeroy mit diesem Handel nicht einverstanden, sondern wollte seine Liebe zu James nicht verraten. So deutete es sein Vater zumindest an.« James brummte drohend und fletschte die Zähne. »Zu Ihnen kommen wir gleich, Mr. McMullen.« Wieder an Miss Sophie gewandt, fuhr De Craven fort. »Aus irgendeinem Grund lehnte James die Avancen Pomeroys ab. Es scheint, als hätte er erst im letzten Augenblick seine Absichten so richtig durchschaut.« »Was macht Sie da so sicher?« unterbrach ihn Miss Sophie. »Nun, wir haben einen Zeugen, einen Augenzeugen.« Oggetty schreckte von seinen Notizen hoch. Der Butler riss die Augen auf und sah sich panisch um. Dann setzte er auch schon die Beine in Bewegung, trabte ein paar Sekunden lang auf der Stelle und lief in Richtung Strandpromenade davon. Oggetty ließ Stift und Notizblock fallen und wollte ihm nachsetzen, doch De Craven hielt ihn zurück. »Er entgeht uns nicht, Oggetty. Keine Sorge«, sagte er fröhlich. De Craven drosch eine papierene Cricketkugel durch ein Tor. Sie traf den Aktenstapel und sprang in Richtung Schreibmaschine. »Das ist doch wunderbar, Oggetty. Die Flucht von James ist ein Schuldeingeständnis. Jetzt haben wir ihn.« »Aber wir hätten ihn doch auch so. Sie haben doch von dem Augenzeugen...« »Eine Finte, Oggetty. Der Kioskbesitzer hat lediglich beobachtet, dass da eine weitere Person auf dem North Pier stand. Die musste auch James bemerkt haben. Nun schließt der gute James messerscharf, dass es da einen Augenzeugen für seine gemeine Tat gibt und läuft weg.« »Die Fahndung ist sofort raus, Sir«, beeilte sich der Constable. »Dabei hatte er eine faire Chance. Hätte er den armen Mr. Pomeroy nicht auf dem Gewissen, dann hätte dieser Zeuge ihn ja entlastet und alles wäre in Butter gewesen.« »In Butter, Sir?« Es klopfte an der Tür. Unaufgefordert betrat Colonel Jeremiah Pomeroy den Raum. »Wir hätten Sie gern gesprochen, Chief Inspector.« De Craven sah ihn verwundert an. »Wir?
Hinter dem Konservendosenfabrikanten drängten Miss Sophie und James in das Büro des Chief Inspectors. Ogerty sprang auf. »James McMullen, ich verhafte Sie wegen des Verdachts.« Weiter kam er nicht, denn James streckte ein Haifischgebiss vor. »Was soll das?« herrschte de Craven ihn an. »Schnapp, schnapp«, sagte der Butler grinsend. »Hätten Sie vielleicht die Freundlichkeit, uns einen ganzen Satz zu Gehör zu bringen?« Colonel Jeremiah Pomeroy trat vor James. »Nun, was er sagen will, ist, dass mein Sohn im heldenhaften Kampf mit einem Hai, menschenfressende Haie vor Blackpool, oh ja, Chief Inspector, sehr selten soll aber vorkommen.« Die Stimme von Colonel Pomeroy klang bestimmt. »Also, dieser Butler ist meinem Sohn etwas zur Hand gegangen, als sie da unten am North Pier friedlich angelten und...« »Angelten, Sir?« Der Chief Inspector riss die Augen auf. »Ihr Sohn ist das Opfer einer homosexuellen Attacke oder eines Eifersuchtsdramas oder was auch immer.« Der Colonel hob eine Hand wie zum Eid. »Ich selbst bin Augenzeuge und habe gesehen, wie mein Sohn tapfer gegen diesen ungeheuren Fisch gekämpft hat. James war ja völlig am Ende seiner Kräfte. Sie müssen sich vorstellen, wie dieses Mordsvieh mit seinen Flossen auf das Wasser schlug, sich wälzte in seinem Todeskampf.« »Das ist das reinste Seemannsgarn, meine Herren. Spinnereien!« »Von wegen, Seemannsgarn, Sir.« James zog eine völlig verknotete Sehne aus seiner Tasche. »Hiermit haben wir ihn gekriegt. Ein Mordsvieh. Groß wie ein Bus.« Erneut klapperte er mit dem Gebiss. Chief Inspector de Craven sprang auf. »Und wie erklären Sie die Wunden des Opfers?« James sah betreten zu Boden. »Als wir den Hai schon im seichten Wasser hatten, da hat er plötzlich noch einmal mächtig angezogen und Archie, Mr. Pomeroy, wurde mitgerissen. Und da ist er mit dem Kopf gegen die Brüstung geknallt, aber der Hai hat einfach weitergezogen und Mr. Pomeroy ließ nicht los und kämpfte mit ihm, ja. Und dabei hat der Hai zugeschnappt.« »Und wie kommen Sie dann zu diesem Haifischgebiss?« »Naja, ich bin hinterhergesprungen und habe mit allerletzter Kraft zugestoßen.« »Zugestoßen, genau, mit meinem Fischmesser.« »James McMullen, ich glaube Ihnen kein Wort. So war's, Sir. Ich habe dann dem toten Hai den Kopf abgeschnitten und das Gebiss gleich präparieren lassen, als Andenken für Mr. Pomeroy Senior.« Colonel Jeremiah Pomeroy nickte und klopfte dem Butler auf die Schulter. »Tollkühner Bursche, alles was recht ist.« Der Chief Inspector sackte auf seinem Stuhl zusammen. Colonel Jeremiah Pomeroy schlug seinen Gehstock in das Linoleum. »Und nun zu Ihren Unterstellungen, Chief Inspector. Von einer Homosexualität meines Sohnes weiß ich nichts. Und wenn Sie beabsichtigen, dies gegenüber der Presse anklingen zu lassen, werter Chief Inspector de Craven, dann werden wir einen netten kleinen Prozess wegen Verleumdung miteinander ausfechten. Ich bin zwar nicht von Adel, aber durchaus nicht ohne Einfluss. Ich werde das Andenken meines Sohnes nicht beschmutzen lassen.« Miss Sophie meldete sich zu Wort. »Und im Übrigen kann ich diese Geschichte bestätigen. Ich wollte die Leonidenschauer beobachten und...« »Die was?« Verzweiflung machte sich in den Gesichtszügen des Chief Inspectors breit. »Leoniden, kleine Sternschnuppen aus dem Sternbild des Löwen. Sie fielen überall leuchtend ins Wasser. Und da sah ich, wie die beiden mit diesem gewaltigen Fisch kämpften. Gischt spritzte auf, und dann war seine gewaltige Flosse zu sehen.« »Ersparen Sie mir Ihre himmlische Geschichte, Miss Sophie. Ich bin mir absolut sicher, dass Sie am irdischen Tod des Archibald Pomeroy nicht ganz unbeteiligt sind.« »Können wir jetzt gehen, Chief Inspector?« fragte Miss Sophie knapp. Der Chief Inspector zerriss einen Vernehmungsbogen. »Nur zu. Wir sprechen uns noch.« Miss Sophie
James und der Colonel verließen mit siegesgewissem Lächeln das Büro. Oggetty schüttelte den Kopf. »Sie stecken alle unter einer Decke. Was können wir nur tun, Sir?« Der Chief Inspector starrte auf die Schreibtischplatte und schoss ein Kügelchen in Richtung Papierkorb. »Nichts, Oggetty. Rein gar nichts.«